Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. So, und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen. Der Skyline ist am Start? Ja, ich glaube schon. Genauso wie eine kleine Runde wie Dark Souls 2. Und wir drücken fortfahren. Den Boron, Level 93. Knapp schon 30 Stunden am Suchten. Ich höre mich selber gerade, merke ich gerade. Gerade Zahlen und so. Ein bisschen runterdrehen hier. So. Kann ja keiner ertragen, meine Stimme. Eidechsenstab. Ja. So. Wir sind hier. Da ist ein Gegner. Bei dem wir erstmal daneben hauen. Das ist doch scheiße unnötig, Alter. Boom, fucking Double Kill. Instoin. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet alles. Dass wir jetzt nur noch da hinkommen müssen, wo wir hin müssen, damit wir da sind, wo wir hin wollen. Und ja. Boom, boom. Boom. Wo ist er? Da ist er. Feuer daneben. Treffer. Huhaha. Keine Energie mehr. Aua. Feuer. Tot. Ja. Den lassen wir mal in Ruhe ballern. Scheiße. Das haben wir beide an der Backe. Kann er mal aufhören, sich zu bewegen? Das wäre formidabel. Schon mit den meisten Scharfschützengewehre Probleme auf stehende Gegner zu schießen. Aber hier mit einem Bogen auf bewegende Gegner ist scheiße. So. Rufen wir mal einen Aufzug. Hier irgendwie versteckte Mauer oder sowas. Nein. Oben. Runter. Und jetzt warten wir hier erstmal eine schöne. Oh, wow. Ey, es ist sowas Geiles, muss ich mal erzählen, ist sowas Geiles bei der Arbeit letztens passiert, ich hab mich kaputt geschmissen. Schnauze. Und zwar, kann ich halt an der Arbeit an und ich müsst ja wissen, ich bin jetzt da, wie kann man das nennen, jetzt Monteur oder sowas. Also ich bastle jetzt da halt, Wechselrichter zusammen. Und ja, das kann man ja. Und wir müssen halt immer nach einer bestimmten Struktur halt arbeiten, damit es halt alles immer gleich aussieht, ist klar. Und weil letztens halt zwei Schienen vertauscht, die waren nicht richtig gemacht worden. Und achso, hier haben wir im Übrigen einen kleinen Trick. Das heißt, wenn der Kollege jetzt. Wie ist er da oben?
Und, ey, cool, zum ersten Mal ist er runtergefallen. Das war nicht geplant, aber gut. Jedenfalls, na, das war der Tausch, dann bin ich gerade zur Schicht gekommen und, da haben wir Schichtübergabe gemacht, da war auch der andere Abteilungsleiter noch da. Gesagt, ey, ich nenne jetzt mal Hubert und Holger. Damit ich jetzt nicht die richtigen Namen jetzt da. Rechts und dann scheinbare Wand. Okay. Rechts eine scheinbare Wand sein. Und. Tatsache, scheinbare Wand. Cool. Ganz ehrlich, hier ist doch irgendwo ein Abgrund, ey. Du kannst doch nicht weit rausrennen, wahrscheinlich. Ritualband des Norns und Blutungsstein. Gucken wir mal. Hier haben wir auch einen Geist. Ja, jedenfalls, okay, da ist schon ein Abgrund. Da brauchen wir nicht weitergehen. Hubert und Holger. Zu meiner Zeit so. Hubert, hier ist doch irgendwas falsch. Hier sind doch die beiden Schienen vertauscht worden. Dann, was? Weil ich ihn vertauscht? Das ist eine Scheiße. Er hat diese Scheiße gebaut. So ein Schwachsinn. Und das gleich zweimal. Dabei waren uns auch falsch. Welcher Idiot war das? Welcher war das? Hubert, Hubert, wer ist dieser Hubert? Verdammt nochmal, wer ist dieser Hubert? So, Hubert, das bist du. Scheiße, ich bin Hubert. Total entsetzt, guckt er auf einmal. So, hast du einen Stift? So, ja, hier, hast du bitteschön. Seinen Namen durchgestrichen, hat dann Holger hingeschrieben. Holger! Alter, hast du Scheiße gebaut hier? Kommst du von der? Das war so geil. Ja. Hat mich kaputt geschmissen. So, vor dem brauchen wir jetzt nicht allzu viel Angst haben, dass wir diesen Trick jetzt 5000 Mal. Aber dann wisst ihr halt wenigstens, dieser Trick funktioniert halt. Wie ich euch gezeigt habe. Boah, den kannst du sogar backstabben. Ins Gesicht, Alter. Direkt wegsmashen. ...20.000 fucking Dreckseelen. Ich höre was geklimpern. Und was langlaufen. Jawoll! Schnauze! Sch! Jawoll! Nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Oh, fuck, das war knapp! Das war scheißen knapp, Alter! Nehmen wir gleich noch einen. Wir haben ja ein paar. So, ich habe jetzt alles hier schon fertig gemacht, damit wir direkt drauf zugehen können. Normalerweise, ach, scheiße, habe ich vergessen, die Fackeln zu holen. Kacke. Gibt's ja so einen kleinen Trick hier, um die ein bisschen besser zu smashen. Normalerweise müsste eigentlich auch hier ein roter Phantom kommen, aber hier kommt irgendwie kein roter Phantom. Egal. Wir gehen sofort zum scheiß Drecksboss hier. Und rein. So, das ist unsere Feindin. Die verlorene Sünderin. Ja, weil... Boah, fängt schon beschissen an, Alter. Fängt schon richtig beschissen an. Stamina natürlich weg. Aua. Stamina komplett weg. Scheiße, ich bin richtig... Ich mache den natürlich jetzt hier zum ersten Mal. Erstmal kennenlernen. Die macht nichts, die macht nichts. Alter, warum, wie siehst du denn weg, du Affe? Okay, zwei Schlag, dann macht sie erstmal nichts mehr. Ich muss jetzt den... Perfekter Moment gewesen. Perfekter Moment.
Immer schön hinter ihr bleiben. Eins, so ein Einschlag. Einschlag machen wir nichts. Gehen wir in die andere Richtung weiter. Boah, ich glaube nicht, dass es einen bestimmten Punkt gibt, in welche Richtung man bei ihr rollen muss, oder umkreisen muss. Na los, komm schon. Ah, das ist gut, wir umkreisen uns. Die hört sich aber nicht an wie eine Dame, Alter. Die hört sich viel zu männlich an. Los, mach was, du Kleine. Warte. Zack, hab ich dann mitgegeben. Bam. Schild rechtzeitig oben. Das ist eine Verteidigungsposition. Ah, sie weiß, dass sie ihr letztes Stimmchen geschlagen hat. Oh, da habe ich noch einen mitgegeben. Und den hier gebe ich auch noch mit. Nein, das war zu viel jetzt. Das war viel zu viel jetzt. Oh Gott, das war viel zu viel. Anfängerfehler. Wollte ich den letzten Schlag noch durchführen? Und kassier instant, Alter. Boom! Knie nieder. Alter, 70.000 Seelen! Letztens habe ich 50.000 Seelen verloren. 50.000 Seelen. 50.000 Seelen. Das war auch scheiße dumm, Alter. Normalerweise bin ich daran vorbeigegangen, wo die Seelen liegen sollten. Nur leider lagen sie da plötzlich nicht mehr. Okay, dann wollen wir mal hier runtergehen. Ich trau hier nichts, Alter. Verdammt nochmal. Gleich verjage ich dich per Wort, das kannst du glauben. Duftzweig! Ja, Wolski, den brauchen wir. Duftzweige sind immer gut. Gleich werfe ich per Wort ab. Glaubst du es denn? Urleuchtfeuer entzündet. Leuchtfeuer des Sünderhügels. Super, wir haben ein Urleuchtfeuer gefunden. Jawohl. Ganz normal. Irgendwann nervt's auch. So, zum fernen Feuer zurückkehren. Hier gibt's ja sonst nichts mehr, ne? Wir gucken noch mal kurz, ob wir da irgendwie was gefunden haben. Oder was finden werden. Hurra für Sieg. Ja, hurra. Mir ein Hurra. Gucken hier. Also mit dem Level, den wir haben, läuft es ganz gut gegen ihr. Gibt keine allzu großen Probleme. Er hätte jetzt hier das Feuer aktivieren können. Dann wäre es hier hell gewesen. Die mag es halt nicht hell. Hätten wir uns ein bisschen einfacher gehabt. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Und ich frage mich halt, was das für eine Dame war. Einfach nur, weißt du. War ja ein Weib, dann kommt dieses komische Insekt, krabbelt in ihr Auge rein und dann plötzlich ist sie böse. Okay, hier haben wir keine versteckten Wände. Ja, Perwoll, du musst es jetzt nicht von der anderen Seite versuchen. Schnauze! Du laberst ja mehr als ich! So, kicken wir mal. Hi! Fast getroffen. Kicken mal. Okay, 70.000 Seelen. Die müssen gut investiert werden. Ich kauf mir Schuhe. Ernsthaft? Oh, jetzt fängst du auch noch an, Chico, oder was? Und tschüss. Ja. Ach, Leute. Ich sag's euch. Ah, jetzt spielt ihr. Ich spiele damit rum, ja, was du weggeworfen hast. Morgen! Wusstest du eigentlich nicht, warum ich jetzt plötzlich hier bin? Wahrscheinlich nicht, ne? Kurz am Feuer und dann so ein bisschen aufgerüstet. Achso, können wir irgendwas verbrennen? Ja, edler Knochenstaub! Beste! Jetzt haben wir plus 3 erstes Flasks. Ja, Wolski, plus 3 erstes Flasks. Proceed. Bearer of the curse. It is the only choice left to you. Wow.
Haben wir keine. Gucken wir mal. Alter, 70.000 Seelen. Wo klatsche ich denn die rein, ey? Keine Ahnung. Komm, wir machen da mal zwei hier rein. Belastung ein bisschen mehr, kommen Konditionen, schmeißen wir auch noch was drin. Und eine Vitalität. Danach müssten wir uns eigentlich langsam mal wieder auf Stärke konzentrieren. Geschicklichkeit habe ich gar nichts, ey. Ich habe nur auf 12 hoch gepusht, um halt einen Bogen irgendwie nutzen zu können. Jetzt guckt mein Kater mich gerade ganz debil an. Wo ich glaube, ich würde mal einen Level mal nicht machen und gucken, was wir uns noch so kaufen können hier. Komm, wir machen mal hier Konditionen auf 2 hoch und Belastung auf 35. Dann brauchen wir uns erstmal Belastung nicht mehr kümmern. Dann haben wir uns eigentlich ganz gut hochgepusht jetzt. Und gucken mal, was haben wir denn hier. Ich wusste auch, dass ich wiederkommen würde, alte Oma. Gegenstände kaufen. Nein. Wie viel habe ich davor noch? 67. Kostet denn eins? 10.000 Seelen wären das. Dann hätte ich nur noch 10.000. Was haben wir noch? Gelbes Kraut. Explodiert noch richtige Feuerschaden. Blablabla. Was haben wir hier noch? Ein paar Zauber. Ich würde gerne davon mal 5 Stück mitnehmen. Auch wenn wir die wahrscheinlich nie so richtig gebrauchen werden. Ja, ja, whatever. Kommen wir mal bei unserem Special-Typen hier mal vorbei und irgendwas für uns hat. Oh, I was hoping that you would come. I've stocked some new things and I thought that you neue Waren. They've been selling rather well and I may step up operations soon. I'm surprising even myself, to be honest. Gegenstand kaufen, bis jetzt davon nicht irgendwie was. Strafmaske, Strafzwangsjacke, Straffesseln. Ich soll mich selber fesseln, warum sollte ich mich selber fesseln wollen, Fotze? Elite Ritterrüstung. Königssoldatrüstung. Die sieht nicht schlecht aus. Ich habe ich geholt, ich habe mir die Falkner-Ding geholt, ne? 7,7. 9,2 ist auch wieder zu schwer. 74. 79, okay, und 5 besser, wow. Lass ihn doch da rumkraxen. Das ist mein Sofa. So. Nein, nicht. Always open for business. Ich weiß, dass du mir geöffnet hast. Vollkommen in Ordnung. Mann mit Katze. Komm. Wow. Geschlossen. Geheimnis. Das weiß ich auch, dass da ein Geheimnis ist. Du Fotze. Gibt's ja wohl nicht. Giraffe, was? Ja, haben wir noch. Warum ist hier jemand tot? Nein, das gibt's aber nicht, dass der eine runterspringt. Katze? Katze! Das hab ich auch noch nicht gesehen. Oh. Who are you again? No, I'm not serious. You do have a rather pleasant scent. Hi, I'm quite fond of. Okay. Ich find's immer noch irgendwie komisch. Die hatten diese Ritterstulpen, diese Katzenstulpen. Von Feinden leicht entdeckt werden. Wow, leichtere Verbindungen zu spielen und dergleichen. Ach ja, da war ja irgendwas. Nee. Nothing suited you, I presume. Well, that's dismaying. Ich
Ich glaube, die hat noch irgendwann eine Schlüsselaufgabe oder so, Schlüsselfunktion. So, dann haben wir jetzt noch einen Schmiel in die Diedel. Den wir noch aufsuchen können. I knew you'd be around soon. Go on, show me what you've got. Okay. Gegenstände kaufen. Nix. 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 Mastodon-Großschwert wollte ich ja noch verbessern. Wo haben wir es denn? Weidnet-Brocken haben wir keine. Okay, kann ich also nicht verbessern. Okay. Wir haben noch keine Rüstung, die ich wirklich verbessern wollen würde. Nicht wirklich, wir haben allen möglichen Scheiß. Aber nichts, was ich unbedingt haben wollen würde. Das Beste, was wir bis haben, ist die Vanguard als Rüstung, aber... Goes your journey. Take these. They should help a bit. Schmiedehammer. Drat. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life in transit, you hear? You'll need souls to repair and improve equipment. I know only of smithing, but souls have many other uses as well. Don't waste your souls on useless trinkets. Think before you spend. Ja, da hat er wohl recht. Equipment can be strengthened with rare ore stone, but such ore stone won't come easily. My girl knows her stones. But she's always out prancing about. Now, there's a time for travels, but you can't wander the world forever. Even you must have someone waiting back home. Sie warten noch zu Hause auf mich. Drat. Don't. You'll need so. Hoppala. Don't waste. Jetzt sehe ich das eigentlich auch gerade zum ersten Mal. Was ist das da hinten? Hm. Auf mich wartet jemand zu Hause, aber ich muss erst herausfinden, was es mit meinen Namensvettern und Verwandten auf sich hat. Darum bin ich hier. Und jetzt möchte ich gerne zu Ornifex nochmal zurückkehren. Meine heimliche Geliebte. Obwohl die Katze auf mich steht anscheinend. Das ist so ein krankes Spiel. Okay. Da bitte schön. Achso, ihr könnt ja mal gerne mal auf Axis und meinen Twitch Account gehen, die jetzt komplett am Laufen sind und sowas. Also Access vor allem ist viel am Stream und sowas. Ich werde mich auch demnächst mal ransetzen. Natürlich muss man ja bedenken, also ich muss ja arbeiten noch und sowas. Ja, auch natürlich muss, ist klar. Nicht hier. Was nicht hier? Was nicht hier? Tot stellen. Ja, ich stelle mich mal tot. Morgen. Ja, die Tür zu, ne? Was ist das denn? Pharos war jetzt verkehrt, da steckt ein, keine Ahnung. Leuchtfeuer. Das ist kein Leuchtfeuer.
Mein Onifex. If you provide a wondrous soul, I will create one thing of your choice. I require no payment this time. It is my way of saying thanks. Ich mag sie. Was sind hier Feuerpfeile? Handeln. Schwert des der verlorenen Sünderin. Arbeitet nur auf D, ey, es ist kacke. Es galt nur auf D und auf. Ja, auf D. Fleischermesser. Das sind alles so Waffen, die ich nicht haben möchte, irgendwie. Die könnte vielleicht noch interessant sein hier, aber dafür will ich das Geschenk nicht ausgeben. Do you find me strange? You humans are always this way. The way you glare at any unfamiliar creature. That mix of curiosity, fear, and revulsion. Oh well, it hardly concerns me. Ich mag sie. Ich kann es nochmal wieder aussprechen. Sie kann auch Waffen verstärken, aber erstmal Druck und Kurschwert kann ich nicht. Come again, if you please. Dann mal kurz auf ihren Hintern starren. Hm, so nah. So, so, ihr wohlgeformten Hintern. Da haben auch die ganzen perversen Leute von euch auch mal vergnügt. Okay. Ist natürlich nur die Frage, wo geht's weiter? Die Frage stelle ich mir hier ziemlich oft. Wir haben, gucken wir mal ganz kurz durch. Das Gebiet ist klar, das haben wir abgeschlossen. Das ist dazwischen, ist klar. Weiter gefallen Riesen. Abgeschlossen, das haben wir abgeschlossen. Da können wir nicht viel großartig machen, das haben wir abgeschlossen. Da wisst ihr jetzt auch nicht mehr, was wir da viel größer machen sollen. Sünderhügel. Aha, das ist das da, das ist das. Da können wir nichts machen. Da haben wir auch schon. Warte mal, wo waren das hier? Es gibt eine ganz bestimmte Person, die wir mit dem Duftzweig befreien müssen. Und schauen wir mal, das war hier. Ich muss jetzt nochmal kicken. Kicken muss ich da mal! Und ein paar Mal in die Fresse schlagen! So. Nein, das war natürlich nur Spaß. Ich hau per Wollen nicht. Die ist viel zu flink. Die Göttin der Tränen. Hier sind wir falsch. Gott verdammt, wo war denn das? Manometer. Per Wolke kann aber auch echt nerven, ey. Haben wir es doch gar nicht Zeit zu fressen. Ich hab mitbekommen, sobald ich nicht zu Hause bin, sind sie komplett ruhig. Aber sobald ich zu Hause bin. Blablabla. Ja, du bist gemeint. So, da unten wollen wir auch. Da können wir nicht weiter. Halt. Hurra für Leuchtfeuer. Da kommen wir nicht mehr hoch. Irgendwie das Gefühl, dass ich mal von der Seite gekommen bin, um das zu aktivieren. Vision von Traurigkeit. Nee. Da kann man sich nicht einfach nur frei runterfallen lassen, dann ist gut.
Mal was ausprobieren. Nein, da stirbt man. Ey, dann muss man ausprobieren. Man muss einfach mal und so, ne? Und muss mal gucken. Ich habe echt keinen Plan mehr, wo ich jetzt lang gehen kann. Ich bin überlegen gerade, echt ernsthaft. Ja, ist gut zurückgehalten. Hier können wir nichts machen. Dienstbotenquartier. Jetzt muss ich mal kurz gucken, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Siegel des Wächters. Ja. Post beschworen zu werden, die von dunklen Geistern überfallen werden. Stimmt, wir haben ja irgendwo mal diese Zwerge getroffen. Da wäre ich ja fast beim Turm gewesen. Ja, hier sind wir richtig. Glaube ich. Was zum... Wusste ich gar nicht, dass da einer ist. Ach, hier haben wir Dingens gemacht, das stimmt. Hier haben wir einen Smash-Fight gehabt und so. Ich höre es klimpern und knatschen. Da hinten haben wir ein krasses Item. Okay, so springen wir. Zu weit komme ich nicht. Scheiße. Okay. Jetzt ist natürlich nur die Frage, welche von den ganzen Weinen ist der Weg hier nach oben. Was ist denn das? Oh! Das war dumm. Scheiße. Rötliches Wasser. Wow. Vielen Thanks und schönen Day noch. Aber wie komme ich jetzt doch von hier hin? Wie ist da hinkommen? Ach, immer falsch. Sag mal, bin ich ein Weib? Ich hab Titten. Ich hab doch kein. Hab ich ein Weib genommen? Ein fettes Weib? Ein fettes Weib auch noch? Wow. Merkwürdig. Aber warum habe ich denn da oben sonst ein Dings am? Ich bin ein Weib. Das ist aber jetzt mehr als merkwürdig. Ich habe doch kein Weib genommen. Jetzt muss ich mich die erste Folge nochmal ankicken, Alter. Okay. Dann wollen wir uns nochmal ausrüsten. Damit niemand sieht, dass ich ein Weib bin. Das hier. Dann hatten wir. Falknerrüstung an und Vanguards Handschuhe, Vanguards Stiefel. Okay, dann wollen wir mal hier runter gehen.
Runter. So, Fernus Lockstone haben wir schon. Sind wir schön beim Mondturm. Gucken wir hier rein. So, hier haben wir die fünfte. Ah, jetzt sind wir hier, siehst du? Komische Typi. Haben wir schon öfters angesprochen, habe ich den schon. Wir können diesen komischen kleinen Vorsprung nicht hoch. Das ist ziemlich lame. Ich finde das so süß. Scheiße. Ich finde das so süß und kassier direkt. Nein. Das war doof. Das war sehr doof. Verdammt. Ich war noch zu einer bestimmten Person. Ich habe auch gar nicht auf mein Leben geachtet jetzt, ey. Gibt's ja wohl nicht. Jawohl. Naja, wir sind ja nicht weit entfernt. Ui. Zack. Und rein da. Und sind das alles Puppen oder sind das alles tote Soldaten, ey? Die alle auf der beim Warten gestorben sind. Boah, ihr trifft auch so gut wie gar nicht, ey. So. Das ist ein 666. Hallo. Wegschnabuliert. Wegschnabuliert. Was haben wir hier feines? Rostige Münze. Yeah. Ja, die habe ich auch schon, die Gargoyles. Das war ein lustiger Kampf. Alter, die haben da richtig schön rein, ey. Alter, wo kommst du denn her? Okay. Da wird der. Was war das denn jetzt Unnötiges? So. Skeptiker Gewürz. Hab ich nicht gesehen hier oben. Ah, endlich. Letztens habe ich die schon mal geläutet. Nichts passiert. Ich weiß nicht, was das jetzt bringen soll, dass ich jetzt die Glocke geläutet habe. Aber da, wo ich jetzt noch hin wollte, bin ich noch nicht hingekommen. Ui. Bumm. So, dann ist die Glocke hier geläutet. Was liegt denn hier überall Gegenstände? Was habe ich denn hier alles übersehen, Alter? Seele eines stolzen Ritters. Dass man das zerstören kann. Da wo ich bis jetzt hin wollte, bin ich noch nicht hingekommen jetzt. Das ist jetzt doof. Wie komme ich denn da hin nochmal? Ich wollte hoch zu den Kerkern. Einen Typ wieder ansprechen.
Bösewicht. Wow. Sehr schön. Wir gehen jetzt mal kurz da runter. Eigentlich auch total sinnfrei, dass es da ein Leuchtfeuer gibt. Ey, hätten sie einfach hier den Tempel wieder hochnehmen müssen und fertig ist die Lauge. Nee, damit man einmal kurz da runter gehen kann, um da Item zu holen. Ist ein Leuchtfeuer. Oder habe ich da unten noch was verpasst? Unser Phantom haben wir schon fertig gemacht. Was ist denn für eine Aktion, Alter? Moin! Daneben! Tschüss! Wir haben noch einen Untoten, okay. Ich habe irgendwie eine Mauer vergessen. Unsichtbare Mauer, irgendwas. Da gibt es ja echt nur diesen roten Phantom und die das Item da hinten von dem Zauberer. Ne, gibt es nur das rote Phantom und das Item des Zauberers. Ja, das ist ein bisschen schneller hier. Haben wir schon ewig Zeit. Reisen. Magdas Werkstatt. Verbandenzelle. Verbandenzelle. Es gibt hier noch ein Leuchtfeuer, aber ich weiß nicht mehr, bei welchem das war. Verdammte Scheiße. Da musst du halt diesen einen. Da kommst du Treppe hoch und dann kommst du in den Zellengang rein. Ach, warte mal, jetzt glaube ich, weiß, wo die war. Da hast du nämlich auch nochmal ein Leuchtfeuerchen. Da musst du nämlich einen mit Duftzweig retten. Nee. Muss nochmal hier hin, ne? Ich glaube, jetzt weiß ich, wo die war. Und dann machen wir langsam mal wieder am Folgenende. Da habe ich euch genug auf dem Laufen gehalten, wo ich bin, wie weit ich bin und hast nicht gesehen. Weil hierbei, ich habe das Gefühl, bei Dark Souls 2 gibt es ein bisschen mehr zu tun, obwohl mir Dark Souls 1 bis jetzt mehr Spaß gemacht hat. Dass ich das zwar zweimal durchgespielt habe, was ich eigentlich selten mache, ein Kampagnenspiel zwei oder dreimal zu spielen, was bis jetzt nur wenige geschafft haben, wirklich. So, und hier weg, bevor er mich stresst oder sowas. Auf die Laube hier. Moin. War da nicht noch irgendwo ein Weg rein? So. Ich weiß, normalerweise müsste denn jetzt schon die Tür geöffnet haben oder offen sein. Also das Gefühl, dass irgendwo hier so eine Ecke irgendwie so ein Weg auch war. Wahrscheinlich eine Etage höher. Ja, da war sie doch. Ist da. Nein, doch nicht. Scheiße, auch wieder falsche. Fuck, ich hab keinen Plan mehr, wo es war. Kacke. Hilfe, Phantom. Wieder hier. Hilfe. Goddammit. Ich hab den Scheiß vergessen, Alter. Ich hab diesen dummen Rotzweg vergessen. So, warte mal. Da ist ein Loch, das nicht dahin führt, sondern woanders hinführt. Skeptiker gewürzt schon wieder. So,
gucken wir mal, wie hier irgendwo eine Truhe. Ich weiß nicht, wenn da jetzt natürlich was aufgehen würde, ist klar. Okay. Okay, gucken wir jetzt nochmal die Kiste hier an. Vor allem, weil das ja einfach zu sehr danach aussieht, wenn es hier reingehen würde. Öffnen. Keine Falle. Blauer Tränenstein. Ring. Gut, dann haben wir das denn jetzt auch mal kurz geklärt. Verdammt, ich weiß echt nicht mehr, wo ich hin muss. Fuck it. Wo war dieses Scheißteil, Alter? Lol! Ist der wirklich dahin gerannt und ist daran gestorben? Werde ich angegriffen? Ja, Invasion! King Silver! Ist nur die Frage, von wo er kommt. Wo ist er denn? Okay. Tschüss. Ja, zum Abschluss noch so ein mega Fight hier. Ah, hier wollte ich hin. Wisst ihr? Was war das denn jetzt? Was war noch denn diese Attacke hier, ey? Ich hab zwei endlich, deswegen. Ich weiß schon, was sind das für komische Schläge auf einmal. So. Das habe ich doch gesucht hier. Das. Alter, ich habe ich ja total vergessen. Das habe ich gesucht hier. Verdammt nochmal. Hey, yo. Mein lieber Scholli, das geht schon viel zu lang, die Folge eigentlich. So. Wegdödeln. Tür war ins Nichts führend. Jetzt müssen wir natürlich noch diesen scheiß Kerl finden, ey. Alles schnell weg schnödeln. Ja, hier ist es doch. Hier will ich doch hin. Was ist das denn jetzt? Zum Runterschlagen. Da bin ich noch nicht dran gekommen. Hier wollte ich hin.
Morgen. Willst du spielen? Ich hab Zeit. Scheiße, der hat mich erwischt. Alter, warum habe ich mich getroffen, ey? Okay. Diesen Kollegen hier wollte ich doch. Ja, bitte. So. Bevor ich mit dir rede. Still a bit stiff, I'm afraid. I must thank you, young traveler. I am Strayed, a wandering sorcerer of sorts. I've been a guest for a very long time, but I don't think that anybody will miss me. Was denn? Very good indeed. Cursed one, weak you may be, but I, Strayed, will teach you my spells. Verlängert Zaubereffekt, erhöht Intelligenz, bla bla bla. Stellt was, bla bla bla. Zauber. Geste erlernen. Verhöhnen, super. Handeln, was haben wir denn hier Feines? Verfolger Ultra Großschwert. Krümmungsschwert, geboren Riesensteinaxt, Stachelkeule, Gargoyle Zweizack, Drachenreiter Hellebarde, dröhnende Hellebarde, Streitwagenlanze, Drachenreiter Großschild, Verfolger Großschild. Schildarmbrust, Drachenreiter Bogen, Drachenreiter Zwillingsklinge. Mhm. Steuerflut. Hier sind wahrscheinlich die ganzen anderen Special-Gegner, die wir fertig machen, vorhanden. Prozentige dröhnende helle Bau, das sind also Waffen, die ich nicht kenne, Alter. Helle Bahnen brauche ich gar nicht. Ich bin ja auf Strength aus. Oh, Riesensteinachs. 45er Stärke braucht das Ding. Das braucht nur 30er Stärke. Das skaliert auf B und C, das ist natürlich hart, Alter. Also auf B ist nicht schlecht. Was ist denn das hier? Zwillingsklinge. Kenne ich noch gar nicht. Ein Hieb- und Stoßwaffe. Okay. Krummes, Großschwert, Großaxt. Hammer. Ultra Großschwert. Was ist das denn für was? Verfolger Ultra Großschwert. 156. Ja, natürlich das andere Großschwert hier. Ich weiß nicht, wie gut das hier ist. Wir können es uns ja mal kaufen, einfach mal so aus. Ups. Ach nee, das war. Dafür brauche ich die ganzen. Mister muss jetzt aufpassen. Nicht, dass jetzt Seele des Verfolgers. Das ist Drachenreiter Seele. Seele des Verfolgers. Drachenreiter Seele ist das hier, das hier, das hier. Das hier.
Seele des Verfolgers. Wisst ihr? Das ist natürlich schwer. Verfolger Großschild oder das Ultra Großschwert. Aber wir haben ja ein Ultra Großschwert, also ein bestimmtes Schild wäre jetzt mal besser. 16er und 13,5. Angst. Good indeed. The cursed ones were imprisoned within this land. Of course, you came of your own free will. The people feared the cursed ones like a plague. Some people would rather keep dreadful things out of sight, out of mind. In the end, they swept them up and corralled them here. So very typical of meek minds, don't you think? Once people became aware of their own frailty, they seized anybody they found undesirable, cursed or no, and impounded them here. Whoever posed even the slightest threat was removed, all so that they could sleep better at night. They even turned the great strayed into a stone. Many kingdoms rose and fell on this tract of earth. Mine was by no means the first. Anything that has a beginning also has an end. No flame, however brilliant, does not one day splutter and fade. But then, from the ashes, the flame reignites and a new kingdom is born, sporting a new face. It is all a curse. And it is your cursed flesh that will... Ja, du bist der Größte und alle lieben dich. Hast noch was zu sagen? Das weiß ich. Labert er vielleicht über Laudrin? Das ist natürlich mega krass. The witch led her daughters into war against the old ones. But legends are legends. What are you prepared for leave? Okay. Not long enough for the what? Feeble cursed one. Let's hope the magnificence of my spells does not deter you. Auf ein paar HAIs gefehlt. Wir gucken mal gerade. Was haben wir hier? Das ist ja 13er. 13, das eine war 13,5. Dafür hat es unten halt nochmal 100er gehabt. Ich weiß nicht, was das unten ist. Leute, ich werde mich da selber drüber informieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen, weil wir haben jetzt schon fast eine Stunde. Jetzt, oh, wir sind knapp eine Stunde dran. Und guckt sie eh keiner an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, guckt auf Twitch vorbei. Unten in der Videobeschreibung ist der Link verschrotet von Axis und von mir. Auf jeden Fall mal reinglubschen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss.